bin in der Ausstellung I'm Not a Nice Girl, die vier international renommierte Konzeptkünstlerinnen vorstellt. Eleanor Antin, Lozano, Adrian Piper und Mierle Laderman Ukeles. Die Arbeiten, die von den späten 1960er Jahren bis in die Gegenwart reichen, verhandeln grundlegende Themen, die vielleicht dringlicher denn je sind. So sind es sozialpolitische und feministische Themen wie Institutionskritik, Rassismus, Identitäts- und Genderpolitiken, aber auch ökologisch-aktivistische Anliegen. Gleichzeitig aber auch verhandeln sie Fragen nach dem Wert und der Wertschätzung von Routine- und Reproduktionsarbeiten, also Sorgearbeit in unserer Gesellschaft. Warum jetzt gerade diese vier Künstlerinnen? Ich habe mich auf diese vier Künstlerinnen in dieser Ausstellung fokussiert, weil die meisten von ihnen im Kontakt standen mit Konrad Fischer und Ausgangspunkt für die Ausstellung war bisher selten oder doch gar nie gezeigtes Material aus dem Dorothee und Konrad Fischer Archiv. Also ein wirklich großartiger Wissensspeicher und eine Zeitkapsel, der die Minimal Art und Konzeptkunst oder die Anfänge der Minimal Art und der Konzeptkunst in Deutschland und Europa nachzeichnet. Und diese Dokumente, die aus Konzepten der Künstlerin bestehen, Briefen, aber auch Fotografien, bilden sozusagen die Grundlage und den Ausgangspunkt für die Ausstellung, die gleichzeitig auch bestimmte Fragen mit diesen Künstlerinnen verbinden und mit ihren Werken. Jede dieser vier Künstlerinnen ist ein Raum im K21 gewidmet. Sie beginnt in dem Dorothee und Konrad Fischer Archiv in der ersten Etage und setzt sich dann in der Bel Etage fort. Und um jetzt nochmal vielleicht auf den Titel der Ausstellung zu sprechen zu kommen, I'm Not a Nice Girl, dieser Titel, der durchaus catchy daherkommt und durchaus eben auch eine bestimmte provokative Stoßrichtung hat, bezieht sich oder ist ganz konkret entlehnt einer Arbeit bzw. einem privaten Notizbuch von Lozano, wo sie auf eine Anekdote anspielt, die sich ereignet hat, wahrscheinlich 1965, wo sie notierte, 1969, dass Kaspar König zu ihr gesagt hat, du bist ein nettes Mädchen und eine gute Malerin, und sie daraufhin erwiderte, beides stimmt nicht, ich bin eine sehr gute Malerin und kein nettes Mädchen. Und dieser Kommentar, den sie ihm da entgegenschleudert, der steht schon auch wirklich stellvertretend für eine bestimmte Stoßrichtung dieser Ausstellung, die eben genau auf diese durchaus immer auch noch bestehenden, vielleicht auch subtileren Diskriminierungsmechanismen im Kunstbetrieb, aber auch in unserer Gesellschaft aufmerksam machen will. Lozano ist in der Ausstellung mit ihren weniger bekannten konzeptuellen Spracharbeiten vertreten, darunter auch ihre zu Lebzeiten nie veröffentlichten, 1972 jedoch nochmal überarbeiteten 11 Private Books, kleine Notizbücher, die ihr zwischen Anfang 1968 und Ende 1970 als Ideen- und Arbeitsspeicher gedient haben. In dem ersten dieser Private Books findet sich auch eine Idee für eine Ausstellung bei Konrad Fischer, die ihr so wichtig erschien, dass sie sie auch nochmal in einem ihrer Write-ups aufgenommen hat. Lozano hat im Rahmen einer öffentlichen Anhörung der Art Workers Coalition den Gedanken formuliert, dass für sie eben eine Kunstrevolution nicht in Frage kommt ohne eine Revolution, die alle Bereiche des Lebens umfasst, also eine politische Revolution, eine Sexrevolution, eine Drogenrevolution. Und sie hat auch konsequent nach dieser Vorgabe gehandelt, wenn sie in ihren sogenannten Live Art Pieces das auch mit einer schonungslosen Radikalität hat, versucht hat umzusetzen. Und in dem ersten Schritt hat sie einen Tag, nachdem sie diesen Vortrag gehalten hat, den zeitweisen Boykott der New Yorker Kunstszene mit ihrem General Strike Piece gestartet, um dann wenige Monate später mit ihrem Dropout Piece, was sie als die härteste Arbeit bezeichnet hat, ganz aus dem Kunstsystem auszusteigen. Parallel aber zu dieser Verweigerungsgeste gegenüber der Kunstwelt hat sie sich dann in einem über mehrere Monaten sich entwickelnden Dialog-Piece hat sie den Versuch unternommen, in gezielten Diskussionen mit Freunden und Protagonistinnen der Kunstwelt über diese persönliche und öffentliche Revolution zu sprechen, und hat das auch akribisch in ihren Private Books festgehalten. Damit einher ging auch das zunächst erst nur als Experiment zur Verbesserung der Kommunikation mit Frauen angelegte Projekt, Frauen zu boykottieren.
Und das nahm den Ausgangspunkt 1971, als sie einen Brief von Lucy Lippert, der berühmten Kunstkritikerin und Kuratorin, die in unserer Ausstellung ja auch eine wichtige Rolle spielt, unbeantwortet auf einen Außerbetriebhaufen warf. Und dieses zunächst nur auf mehrere Monate angelegte Experiment hat sie letztendlich dann aber bis an ihr Lebensende auch durchgezogen. Und sie schreibt in einem ihrer Private Books auch, dass sie eigentlich keine Feministin ist, weil sie mit beiden spricht, mit Männern und Frauen, weil sie findet, dass beide Sklaven unserer heutigen Gesellschaft sind. Mir war klar, dass die Materialien aus dem Fischer-Archiv und die Dokumente, die ich in den letzten Jahren zusammengetragen habe, eine ganz besondere Art der Präsentation auch bedurften. Und ich wollte diese Fehlstellen, das Zeigen selbst und das Kommentieren auch zum Thema dieser Ausstellung machen. Und das war der Grund, warum ich Katrin Meyer eingeladen habe, das Ausstellungsdisplay für die Archivmaterialien zu entwickeln. Für die Präsentation der Archivmaterialien hat Katrin Meyer unter Bezugnahme auf Lucy Lippert und Lee Lozano ein Papierdisplay mit dem Titel Dotting the Void, a Liminal Peaceness entwickelt, in dem sie das Prinzip des Boxing aufgreift. Damit verweist sie zum einen auf die Archivschachteln des Fischer-Archivs, hat sich aber auch zugleich von dem formalen Element der Rahmung in einigen von Lee Lozanos Write-Ups und in den Perforierungen ihrer späten Gemälde, wovon wir eine faszinierende Arbeit von 1970 in der Ausstellung zeigen können, inspirieren lassen. Das Poster, was neben dem Glasschrank mit den Archivboxen hängt, zeigt, welche Materialien aus dem Fischer-Archiv entstammen und welche Dokumente darüber hinaus in den Kontext zu diesen Materialien gesetzt wurden. Das Display besteht aus semitransparenten Papierbahnen, die jetzt über diese unterschiedlich hohen Tische gelegt wurden und auf denen in Form von Rahmen aus den Dokumenten abgeleitete Formate wie so eine Art Metagrammatik oder sinnliches Raster eingeschrieben sind und die jetzt das Ordnungssystem für die ausgestellten Archivalien bieten. Über das Zeigen und die Thematisierung von Nachbarschaften wird zudem dadurch auf bestehende oder erst wieder sichtbar gemachte Verbindungen zwischen diesen Protagonistinnen und Künstlerinnen der Konzeptkunst hingewiesen, die ja in dieser Zeit nicht nur vielfach zusammengearbeitet haben, sondern in Ausstellungen wie die von denen von Lucy Lippert eben auch gemeinsam vertreten waren. Eleanor Antin, die sich selbst als passionierte Feministin bezeichnet und deren eigener Körper und seine Repräsentation in der Gesellschaft immer wieder Ausgangspunkt ihrer künstlerischen Beschäftigung ist, ist in dem ersten Raum der Bel Etage mit einer Gruppe von Arbeiten versehen, die sie unter der Überschrift Traditional Art 1972 Konrad Fischer in einem Brief vorgestellt hat. Und in dieser Gruppe von Arbeiten hat sie die traditionellen kunsthistorischen Gattungen Malerei, Zeichnung und Skulptur einer erneuten Überprüfung unterzogen und hat dem weiblichen Körper als Objekt männlichen Begehrens, also so wie man das in der klassischen Kunstgeschichte kennt, in einem performativen Akt der Selbstermächtigung oder Rückeroberung ein feministisch reflektiertes Bildkonzept entgegengesetzt. So auch bei der Arbeit Carving, a Traditional Sculpture von 1972, wo sie sich einer Diät unterzogen hat, 37 Tage lang, und ihren eigenen Körper jeden Tag von vier Seiten fotografiert hat und man in dieser rasterartigen Anordnung, Versuchsanordnung, jetzt eigentlich dem Prozess verfolgen kann, wie sich dieser Körper in diesem Selbstermächtigungsakt praktisch modelliert wird und sich einem Idealkörper annähert. Es ist also der eigene Blick auf den eigenen Körper und das Formen eines eigenen Ideals, was sozusagen mit dieser Arbeit repräsentiert wird. Eleanor Antins Interesse an Informationssystemen, die Wissen strukturieren, organisieren, gleichzeitig aber auch Herrschaftsstrukturen und Hierarchien sichtbar machen, war Ausgangspunkt ihrer Arbeit Library Science von 1971, die wir in der Ausstellung zeigen und die gerade im Hinblick auf die Hinterfragung von Klassifizierungssystemen in Bezug auf das Konrad Fischer Archiv von Interesse sind. In dieser Arbeit hat sie ein scheinbar objektives, von patriarchalen Strukturen definiertes System, das System der Library of Congress, das bis heute
immer noch in US-amerikanischen Forschungseinrichtungen und Bibliotheken verwendet wird, komplett in Frage gestellt. Sie hat 26 Frauen gebeten, ihr ein Piece of Information, also ein Informationsstück zu schicken, das irgendwas aussagen sollte über ihr Leben, ihre Identität oder ihr Werk. Und den eingesendeten Objekten hat sie dann bibliografische Karteikarten zur Seite gestellt, die sie mit einem eigenen Klassifizierungs- und Bewertungssystem versehen hat. Und damit hat sie sozusagen die behauptete Objektivität dieses standardisierten Systems von Kategorisierung von Wissen durch ein subjektives weibliches Klassifizierungssystem konterkariert. Mierle Laderman Ukeles Arbeiten sind in meinen Augen immer noch nicht angemessen gewürdigt worden, schon gar nicht in Europa, obwohl sie seit über 50 Jahren mit ihren Arbeiten wichtige Themen und gesellschaftspolitische Fragestellungen anstößt. Sie hat 1969, nach der Geburt ihres ersten Kindes, ihr heute ikonisches Manifesto for Maintenance Art in einer Nachtaktion heruntergeschrieben und mit einem Vorschlag für eine Ausstellung über Sorgearbeit im privaten, im gesellschaftlichen und umweltpolitischen Bereich verknüpft. Und in diesem Manifest durchaus provokant auch die Frage nach dem Wert von alltäglichen Routine- und Instandhaltungsarbeiten in unserer Gesellschaft gefragt. Und wenn sie das eigentliche Problem wirklich pointiert mit der lakonischen Feststellung entlarvt, wenn sie schreibt, was einem die Revolution so richtig vermiesen kann, ist die Frage, wer am Montag danach den Müll abholt. Sie hat in diesem Manifest zwei Grundsysteme menschlicher Arbeit ausgemacht. Auf der einen Seite die Entwicklungsarbeiten, die sie mit den Vorstellungen von Avantgarde, individueller Schöpfung und Fortschritt verknüpft, während in ihren Augen die unproduktiven Instandhaltungs- bzw. Routinearbeiten oder die Sorgearbeiten der kontinuierlichen Ermöglichung, Aufrechterhaltung und dem Schutz der Entwicklungsarbeit dienen, ohne jedoch die entsprechende Sichtbarkeit und damit auch Aufmerksamkeit und Wertschätzung in unserer Gesellschaft zu erfahren. Und als Konsequenz daraus hat sie dann beschlossen, Instandhaltungskünstlerin zu werden und ihre tägliche Hausarbeit zu performen, also ihre eigentliche Arbeit zum Werk zu erklären. Und indem sie jetzt diese Umwertung von Instandhaltungsarbeit in Instandhaltungskunst vornimmt, lässt Mierle Laderman Ukeles auch die Unterscheidung von öffentlich und Privatkunst und Leben kollabieren und legt gleichzeitig dabei eben prekäre institutionelle, aber auch gesellschaftspolitische Strukturen offen. 1969 konnte Mierle Laderman Ukeles ihre in ihrem Manifest skizzierten Performances nicht realisieren, aber im Zuge von Lucy Lippert's letzter Number Show mit dem Titel C7500, die in unserer Ausstellung ja über den Kartenkatalog vertreten ist und wo Lucy Lippert auf die wiederholte Aussage reagiert hat, dass es ja keine Frauen gäbe, die Konzeptkunst machen. Im Zuge dieser Ausstellung konnte Mierle Laderman Ukeles die ersten vier ihrer insgesamt 17-teiligen Maintenance Art Performance realisieren. Ein großes Projekt, was in unserer Ausstellung vertreten ist, ist ihre ikonische Arbeit Touch Sanitation, die darauf zurückgeht, dass sie seit 1977 die erste offizielle und einzige Artist in Residence der Stadtreinigung von Manhattan ist und dort auch bis heute ihr Büro hat. Und mit diesem Großprojekt, das sie heute immer noch mit den Müllmännern eigentlich in Performances im städtischen Raum verfolgt, verweist sie seit 1977 immer wieder auf den ökologischen und sozioökonomischen Aspekt von Instandhaltungssystemen und von deren Arbeiterinnen und Arbeitern in unserer Gesellschaft. Und in diesem Großprojekt Touch Sanitation, was in der Touch Sanitation Performance hier über diese Fotoserie vertreten ist von 1979 und 80. Da hat sie das besonders eindrücklich vor Augen geführt, indem sie nämlich 11 Monate lang jeden der einzelnen insgesamt 8500 Müllmänner und Straßenreiniger an seinem jeweiligen Arbeitsplatz besucht hat und ihm die Hand geschüttelt hat mit den Worten Danke, dass sie New York City am Leben erhalten. Und diese Würdigung dieser Arbeit dieser Menschen, die ja unser System am Laufen halten und die eigentlich auch Experten unseres Alltags sind, hat sie dann auch in einer gestischen Nachahmung einer typischen Körperhaltung sozusagen dies ins Bild gebracht und damit eben auch über so einen performativen Akt diese fast tänzerischen Bewegungsabläufe eben auch in einzelnen dieser Fotografien festgehalten.
Wie die Arbeiten von Mierle Laderman Ukeles, so sind auch die Werke von Adrian Piper unmittelbar mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen verknüpft. Als Künstlerin und Philosophin thematisiert sie in ihren Arbeiten seit Ende der 60er Jahre immer wieder auch politische Anliegen wie Geschlechter- und Rassendiskriminierung, Xenophobie, aber auch komplexe Identitätsfragen bestimmen ihr Werk, und sie adressiert uns als ein direktes Gegenüber, als aktive Teilnehmerin auch unmittelbar, indem sie uns auf humorvolle Art und Weise, aber auch sehr kluge Art und Weise dazu auffordert, uns mit ihr selbst oder mit ihrem Werk auseinanderzusetzen, um auf diese Weise zu selbstreflexiven Erkenntnisprozessen zu gelangen. Sie versteht Museen und Galerien auch explizit als politische Orte, an denen eben diese relevanten Themen zur Disposition gestellt werden und an denen das Publikum, eben die Teilnehmenden, durch ihre Arbeiten eben aktiv in die Verantwortung genommen werden. Und ab den späten 1960er Jahren entwickelt sie in ihren Arbeiten eben auch, vor allem in Performances, selbstreflexive Erkundungen der Beziehung, wie sie schreibt, zwischen dem Persönlichen, dem Politischen und dem Ästhetisch-Konkreten. Das, was sie unter dem Konzept der indexikalischen Gegenwart gefasst hat. Also einen Moment zu schaffen in Hier und Jetzt, eine unmittelbare Situation, wo sich Personen gegenübertreten und in Verhandlung treten können und es nicht zu abstrakten Mutmaßungen oder Spekulationen über etwas geht, was einem nicht bekannt ist, sondern wo man etwas direkt verhandeln kann. Viele ihrer frühen Arbeiten hat sie sicherlich auch bewusst außerhalb eines institutionellen Rahmens oder elitären Rahmens im öffentlichen Raum realisiert, so auch ihre nur zum Teil fotografisch dokumentierte Serie Catalysis Series von 1970, die auf sogenannten konfrontativen Performances basierten. Und in dieser Arbeit hat sie sich selbst zum Objekt ihrer Untersuchung erklärt, und ihr Körper hat ihr, wie der Titel schon sagt, eigentlich als Katalysator gedient, um Prozesse zu beschleunigen, um direkte Reaktionen beim öffentlichen Publikum auszulösen und dann zu beobachten, welche Auswirkungen diese Reaktionen wiederum auf sie selbst hatten. Sie hat sich jetzt wie in diesem einen Beispiel ein Handtuch in den Mund gestopft und ist im Bus Fifth Avenue heruntergefahren und hat eben geschaut, wie praktisch das Publikum auf sie reagiert. Diese Arbeit ist vor dem Hintergrund politisch und persönlich einschneidender Ereignisse und Erfahrungen entstanden, wie sie schreibt, und zu einem Großteil eben auch ihren rassistischen und diskriminierenden Erfahrungen als afroamerikanische Frau, die ihr Verständnis von der Aufgabe und der Verantwortung von Kunst auch vollkommen neu verändert hat. Und auch mit der Serie The Mystic Being von 1973 bis 1975, in deren Zusammenhang Adrian Piper sich und das öffentliche Publikum mit Geschlechterstereotypen und damit verbundenen Vorteilen konfrontiert hat und wo sie Identität nicht als eine fixe Kategorie, sondern als Prozess zur Disposition gestellt hat. So auch bei den Funk Lessons, einer Reihe von kollaborativen Experimenten und Performances, die Adrian Piper zwischen 1982 und 1984 an verschiedenen amerikanischen Universitäten durchgeführt hat und wo sie die Beteiligten in das System und die Bewegungsmuster des Tanzstils eingewiesen hat, um dabei eigene rassistische Stereotypen von Schwarzen zu erkennen. Um auf rassistische, aber auch sexistische Kommentare und Übergriffe reagieren zu können, hat sie auch spezielle Visitenkarten entwickelt, die als Guerilla-Performance-Props oder Performance-Props in unserer Ausstellung auch ausliegen und die Besucherinnen und Besucher mitnehmen können und sie sich ausstatten können, dass sie in entsprechenden Situationen diese auch als Intervention gegen Vereinnahmung verteilen können und so bestenfalls dann bei dem Gegenüber auch Reflexionsprozesse auslösen können.